willkommen in meiner Küche. In der Weihnachtsbäckerei hat man oft Eiweiß übrig. Einerseits möchte ich es unter keinen Umständen wegwerfen, auf der anderen Seite möchte ich nicht ständig Kokosmakronen davon machen. In diesem Video zeige ich, wie ich das Eiweiß verwende, um daraus leckere Waffeln zu backen. Es ist übrigens ein Rezept von Cédric Grolet, einem in Frankreich sehr bekannten Konditor. Hier habe ich eine halbe Vanilleschote, welche ausgekratzt wird. Gibt man sie zuvor für 5 Sekunden in die Mikrowelle, geht das einfacher. Die Vanille wird zur abgemessenen Milch gegeben. Das Ganze wird auf dem Herd erwärmt. Dann wird der Topf zur Seite gestellt und noch mindestens 20 Minuten ziehen gelassen. In dieser Zeit kann man eine Nussbutter herstellen, wozu allerdings keine Nüsse benötigt werden. Nussbutter heißt nur so, weil sie durch das Karamellisieren ein nussiges Aroma erhält. Die Butter wird in einen Topf gegeben und so lange erhitzt, bis das darin enthaltene Wasser verdunstet und der in der Butter enthaltene Milchzucker karamellisiert. Das dauerte bei mir insgesamt so um die 9 Minuten. Die Butter wird zum Schmelzen gebracht. Die in ihr enthaltene Feuchtigkeit steigt nach oben und das kann dazu führen, dass sie eruptionsartig nach oben drängt, sprich, es kann spritzen. Deswegen ist es besser, nicht vom Herd wegzugehen, sondern immer mal wieder mit einem Löffel, der einen möglichst langen Stiel haben sollte, umzurühren. Die Butter brutzelt also vor sich hin und macht dabei die typischen Bratgeräusche. Man sagt, die Butter singt. Eine Bitte. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke! Gegen Ende wird die Butter sehr schaumig und da alle Feuchtigkeit verdunstet ist, wird sie auch plötzlich leise. Ich versuche hier den Schaum zur Seite zu schieben, weil ich sehen möchte, wie braun die Butter mittlerweile ist, aber das ist nicht möglich. Da nach braun-schwarz kommt und das mitunter schneller geht als man denkt, gieße ich die Butter nun vorsichtig in die Milch. Durch die Zugabe der heißen Butter ist die Milch nun sehr stark erhitzt. Hier sind es sogar über 75 Grad geworden. Die Milch-Butter-Mischung muss daher erst wieder abkühlen. Sie sollte vor der weiteren Verarbeitung nicht heißer als 40 Grad sein. Hier kann man sehen, dass am Topfboden der wunderbar karamellisierte Milchzucker zurückgeblieben ist, welchen ich nun noch mit Hilfe eines Teigschabers löse und auch noch mit etwas von der Milch-Butter-Mischung herauslöse. Das riecht ganz wunderbar nach Butter und Röstaromen und wird daher auch noch verwendet. Während die Milch-Butter-Mischung weiter abkühlt, kann man schon mal das Eiweiß schaumig schlagen und Zucker und Salz dazugeben. Hier ist das Ganze beschleunigt wiedergegeben, da es eine Weile dauert. Das abgewogene Mehl kommt in eine Rührschüssel. Die Vanilleschote wird aus der Milch entfernt, die abgekühlte Milch-Butter-Mischung wird auf das Mehl gegeben und untergerührt. Ich habe das auf zweimal gemacht, so wie es im Rezept steht. Alles wird nun gut verrührt, Klumpen sollten eigentlich keine entstehen. Auf diesen Teig wird nun ein Drittel des Eischnees gegeben und untergerührt, und zwar geht man hier in Teilmengen vor, da die Struktur des Eischnees beim ersten Einrühren aufgrund der Festigkeit des Teiges größtenteils verloren geht, auf der anderen Seite der Teig aber trotzdem lockerer wird. Beim zweiten Drittel behält der Eischnee seine Struktur schon etwas besser und beim dritten Drittel wird der Teig noch mehr aufgelockert. Der Waffelteig ist nun fertig. Bis zum Gebrauch stelle ich ihn in den Kühlschrank. Dort wird er abkühlen und demzufolge fester werden. Zu den Waffeln kann man noch etwas eingekochtes Obst reichen. Man kann Apfelmus machen, Pflaumen einkochen oder zum Beispiel aus tiefgefrorenen Heidelbeeren einen Kompott kochen.
Dazu werden einfach Heidelbeeren mit etwas Wasser aufgekocht. Man gibt ein wenig Zucker oder Heidelbeermarmelade dazu und lässt es auf- und einkochen. Bis es soweit ist, gibt man je nach Obstmenge Maisstärke in eine kleine Schüssel und vermischt sie mit ein wenig Wasser. Sind die Früchte weich, gibt man die Maisstärke in das Obst und kocht alles unter Rühren auf, damit es andicken kann. Das geht recht schnell. Man sieht jetzt, wie das Kompott schön dick geworden ist. So soll es sein. Hier habe ich ein sogenanntes belgisches Waffeleisen. Es wird aufgeheizt und wenn es heiß genug ist, wird der Teig hineingegeben. Ich nehme dafür immer einen Eiskugelportionierer. Man kann vor dem Schließen auch noch etwas braunen Zucker auf die Waffeln streuen. Das wollte ich jedoch nicht machen, da ich Angst hatte, dass der Zucker sich im Waffeleisen festbrennt. Es steht aber so im Rezept und ihr könnt es gerne ausprobieren. Meist ist es so, dass das Lämpchen wieder angehen muss und die Waffeln sind fertig. Aber das mag von Gerät zu Gerät verschieden sein. Es sollte auf jeden Fall verlockend nach Waffeln duften und wenn man unsicher ist, kann man den Verschluss ja auch mal anheben und einen Blick auf die Waffeln werfen. Die Waffeln hatten bei mir eine Backzeit von 4 Minuten. Sie sind jetzt schön goldbraun und sehen doch verlockend aus, oder? Auf die Waffeln wird nun etwas von dem Heidelbeerkompott gegeben. Dazu kommt ein großzügiger Klecks Schlagsahne. Die Waffeln schmecken nach Vanille und Butter. Da sie nicht sehr süß sind, kommt das Obst wunderbar zur Geltung und die Sahne rundet alles ab. Man kann sie auch, wie hier gezeigt, direkt auf die Heidelbeeren geben. Vielleicht probiert ihr dieses Waffelrezept ja einmal aus. Die Einzelheiten habe ich hier wie immer noch einmal für euch aufgeschrieben. Dabei habe ich dieses Mal mehrere Mengenangaben für verschiedene Eiweißmengen gemacht, damit ihr euch das Hoch- oder Runterrechnen erspart. Ich wünsche euch viel Freude beim Backen und wie immer guten Appetit!